Hallo und zurück zu Batman Arkham Knight. So, jetzt müssen wir den Raketenwerfer da ausschalten. Schauen wir mal, ob wir den jetzt gleich finden. Dürfte, glaube ich, gar nicht so weit weg sein. Müsste auf dieser Insel hier sein. Ja, 290 Meter, das geht eigentlich. Dafür müssen wir jetzt aber mal... schauen, dass wir die Drohnen hier ausschalten. Ja, Distanz-Hacking-Gerät. Der Gerät... Was muss ich jetzt machen hier? Hä? Achso, darauf. Ach, da wollte ich jetzt nicht rauf. Ja, du mir auch. Sieht ihn jemand? Negativ, hier ist alles sauber. Wiederhole, alles sauber. Kann jemand die Tür öffnen? Krieg's nicht auf, du musst allein klarkommen. Nein, dann haut er wieder ab. Okay, reißt euch zusammen, wir schaffen das! Was war das? Nice, es war wieder klar. Wusstest du es etwa nicht? Angst kann man nicht bekämpfen. Warum kann ich das Ding nicht gleich ausschalten, ohne wenn die blöden Gegner dann machen muss? Probieren wir jetzt gleich nochmal. Ich habe schon viel gesehen, Jungs. Aber eine an die Wand genagelte Leiche. Mein Radar ist zerstört. Er will uns ans Leder. Lasst ihn. Er kämpft sonst gegen verängstigte Rassenköter. Ich hab keine Angst. Unterschätz ihn nicht. Er sagt uns den halt ständig. Jetzt zollt der Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm gerade aus. Nein, was mache ich denn?
heißt diese Stadt? Dann sollen wir das einfach mal probieren mit dem Explosivgel. Ich verspüre das wieder daran. Batman hat irgendwelche Tricks versucht. Bring den Batwing in meinen Luftraum und sieh zu, wie er in Flammen zu Boden stürzt. Warum kann ich denn da nicht raufhüpfen, ey? Meldet euch, wo seid ihr? Alle Sauber hier! Ich habe ihn, Batman, meine Position! Naja, das überlebe ich wieder nicht. Naja, sterbe ich wieder. Eieiei. Sieh mich an, wenn du stirbst, Batman. Sieh mich an. So, dann muss ich die Gegner jetzt leise, langsam ausschalten. Zerstört. Er will uns ans Leder. Lasst ihn. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich habe keine Angst. Unterschätz ihn nicht. Er sagt uns ja ständig, jetzt hat der Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm geradeaus. So, schauen wir mal. 8 Gegner. Ich bin schon wieder tot, ey, das geht mir auf den Sack, echt. Signal ist zurück. Er ist K.O. Batman schlägt hart zu. Kugeln sind härter, schnappt ihn euch. Ihr könnt hier nichts tun, verteilt euch und findet ihn. Ja, ich kenne mich aus mit Verhören. Ich hatte da ein paar Jobs in Hasaragua mit so einem Typen namens Barrera. Der wusste, wie man Leute zum Reden bringt. Was zur Hölle? Oh, warten die schon wieder? Ja, passt. Schießt mich ab, weil jetzt schaffe ich sie nicht mehr. Geh nicht ins Licht, Bruce. Das ist nicht fair. Die lassen mich da nie rein.
zerstört. Er will uns ans Leder. Lasst ihn. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich habe keine Angst. Unterschätz ihn nicht. Er sagt uns den halt ständig. Jetzt zollt der Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Das geht ihm gerade aus. Wo ich wohl wäre, wenn mich der Arkham Knight nicht gefunden hätte. Wer gehört? Ich kriege ein Signal rein. Vielleicht Batman. Haltet die Augen offen und ich versuche es zu orten. Das Signal ist weg. Er ist weg! Seht euch nach Verletzten um! Es hat begonnen. Er schnappt sich uns. Wir wussten, dass er hier ist. Wie konnte das passieren? Der Typ war unachtsam. Macht es ihm nicht nach. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Denkt dran, er ist im freien Gelände genauso gefährlich. Vielleicht noch gefährlicher. Das sind so viele auf einen Schlag. Das bin ich auch. Besser wär's. Die Augen auf! Du hast es geschafft, auf diese Insel zu gelangen. Lebend kommst du nicht mehr herunter. Jungs, ich brauche einen Lagebericht. Hier ist alles ruhig. Arbeitet zusammen. Ihr müsst keiner auf uns nicht überlisten. Ach, die sind immer alle auf einem Fleck. So, haben schon mal zwei erledigt. Wir haben ihn wohl verjagt. Soll ich nicht drauf wetten? Tja, ich sehe ihn nicht. Ich habe ein Signal. Überall Überwachungsspuren. Versuche den Ursprung zu orten. Verteilt euch und findet ihn!
Phoenix verdient. Wenn es so wäre, hätte er keine Chance gegen euch. Es ist zu still. Bericht! Nichts. Das gefällt mir nicht. Alles gut, wir haben die Kontrolle. Keine Panik. Scheiß drauf. Vielleicht habe ich aber Panik. Okay, reißt euch zusammen. Wir schaffen das. Ein Gegner noch. Guck mal, dass ich den schnell kriege. Nur noch einer übrig, Batman. Hör mit dem Spielchen auf und hol ihn dir. Ich hab noch viel mehr. Na, wo ist denn der Penner? Alles klar. Kammer 4, Status? Kammer 4, hört ihr mich? Sir, er hat es auf den Schutzschild abgesehen. Jetzt hören wir, dass ich hier irgendwie... Ich kann die Panzerung der Raketenwerfer nicht durchdringen. Ich brauche etwas mit ein wenig mehr Durchschlagskraft. Er ist von einem Schutzschild umgeben. Im Kontrollraum kann ich ihn deaktivieren. Oh, ey. Hätte man mir eher sagen können. Aber jetzt warte ich noch schnell, weil das Ding ja noch aus Gefecht setzen will. Ich bleibe im Kontrollraum und steuere das Auto von hier. Ich darf nicht zulassen, dass die Miliz die Verteidigung von hier wieder aktiviert. Alfred, du musst die Brücke absenken. Verstanden, Sir. Wie ich sehe, kommen Sie gut mit dem Fernlenksystem des Batmobils zurecht. Sir, Batman lässt alle drei Brücken zu Founders Island runter. Er will die Raketenwerfer mit seinem Auto zerstören. Schickt Einsatzteam hinter ins Zielgebiet. Ja, Sir. Was ist mit dem Batmobil? Aktiviert die Cobra-Schwadron. Macht es nieder. Ah, jetzt müssen die Scheißdinger da wieder. Programmiere Cobra für Gegenschlag.
macht dich auf eine geballte Ladung Schmerz gefasst, Batman. Hier ist nichts. Er ist fort. Patrouille wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen. Ich muss in Reichweite der Super. Bleiben. Ach, doch Scheiße. Warum kann ich denn da nicht wegfahren? Mit dem Raketensperr voll treffen. Naja. Also, wenn ich das sagen hätte, wäre das nicht. Okay, Leute, wie es damit die Cobra-Panzer weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge aber an. Jetzt sind wir jetzt doch schon wieder bei 20 Minuten. Genau. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst ein ruhiges Abo da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, euer Andi.